Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es einmal um den Audi A3. Ja, das ist ein Audi A3, Baujahr 2010. Ich stelle mich mal eben ab. So. Das ist Audi A3, Baujahr 2010. 2 Liter Dieselmotor. Das Problem, was wir bei dem Fahrzeug haben, und da möchte ich mit euch zusammen mal nach der Ursache suchen, und beziehungsweise, ich kann es mir eigentlich schon denken, beziehungsweise mir wurde schon gesagt, dass es da etwas problematisch ist. Die Frage ist, ob wir das so instand setzen können. Ich vermute, da ist ein Kabelbruch, weil er hat folgende Probleme, wie Zentralverriegelung geht nicht, Fenster vorne links geht nicht runter, ich glaube hinten links auch. Also viele Probleme hat er, elektrikmäßig, und da soll ein Kabelbruch sein, vorne links. Das gucken wir uns auch gleich an, ob wir das instand setzen können oder ob da wirklich ein neuer Kabelbaum her muss. Ich habe den frisch reingefahren und ja, ich würde mal sagen, los geht's. So, was funktioniert hier denn alles und was funktioniert nicht? Fenster. Zündung an. Nee, hinten auch nicht. Mir geht gar nichts. Okay, also Fenster geht gar nicht. Und Zentralverriegelung, was haben wir denn hier? Da geht auch nichts. Ja. Also von hier kommt gar kein Signal. Nee. Ja, die andere Seite. Und hier geht alles zu. Ja, okay. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also in so einem Fall kann man halt... Oh, ich stelle mal wieder das Stativ ab. Man hat das schwere Stativ. Also in so einem Fall kann man dann vorgehen, dass man die Sicherung prüft. Genauso wie man kann grob an den Kabeln gucken, also im Scharnier an dem Kabel, vorsichtig diese Gummimanschette abmachen und dort die Verkabelung angucken. Oder halt, ja, weil ziemlich oft wird die Tür auf und zugemacht. Baujahr 2010, wir haben jetzt 2020. Ja, ist ein bisschen was, wo die Tür auf und zugemacht wird, und da passiert es schon mal, dass so ein Kabel kaputt geht. Dann lasst uns das Ganze erstmal angucken, weil mir wurde ja schon gesagt, dass sowas ist. So. Also das erste, was man machen kann, ist hier im Scharnier zu gucken. Ah, hier war auch schon jemand drin. Die Dichtung ist natürlich im Arsch. Hat wohl jemand versucht, schon reinzugucken. Die... Müsste das nur so abkriegen. Moment, ich mach den mal eben ab. So. Ja, und da sehen wir schon das Ganze. Jo. Da ist alles einmal fast. Eins, zwei, ein Kabel ist auf jeden Fall durch. Ist wahrscheinlich auch das dicke Kabel für die Plusversorgung. Und viele Kabel angeknabbert. Oder angeknickt. Eins, zwei. Hat da jetzt noch ein Kabel durch? Ja. Das Hauptproblem, das könnte man ja alles instand setzen. Aber das Hauptproblem, was wir haben, ist diese Dichtung, die hier kaputt ist. Da werden wir nichts machen können. Und das Ganze, sogar wenn wir jetzt die Kabel repariert haben, haben wir das Problem, dass diese Dichtung hier, dass sie
ab ist, die wird ja nie wieder vernünftig abdichten. Ne? Ja. Da ist die durch. Das wird hier nie wieder vernünftig dicht. Diese Manschette hier. Ja. Also. Das ist auch die Frage, wie das hier aussieht. Ja, müssen wir auch mal abmachen. Muss ich eben. Ja, also wenn ihr das nachgucken wollt mit diesen Dichtungen hier, vorsichtig. Moment, ich mach das mal eben ab. So, und hier hinten links. Das sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Da sind die Kabel heile. Ja. Ja. Ja, Leute, ich sehe da ziemlich wenig Sinn, die Kabel da instand zu setzen, weil das Problem ist halt diese Dichtung. Das wird nachher hast du die Kabel heile, aber die Dichtung ist eh kaputt. Also man könnte das instand setzen. Wir haben ja auch, glaube ich, beim Golf 5 mal Kabel hier drin instand gesetzt. Das hält immer noch, obwohl viele gesagt haben, löten ist ja nicht gut. Das hält immer noch. Und von daher, man könnte das auch nur mit Schrumpfschlauch zusammen verbinden oder halt sich Kabel und Pinne original zu holen. Die Möglichkeiten gibt es. Aber wenn man hier halt die Manschette kaputt hat, da kommst du nicht drum rum. Ja, schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich denke mal, wir werden uns auch so einen Kabelsatz jetzt, also jetzt nicht, werden uns besorgen. Und ja, werden mal hier einen Kabelbau neu machen. Ja, 1, 2, 3, 4 Kabel. Wir gucken uns nachher das Ganze an, wie das dann aussieht. Aber 4 Kabel sind angeknabbert, also angeknickt, und ein Kabel ist auf jeden Fall durch. Das ist wahrscheinlich das Hauptkabel, was zum Türstellgerät kommt. Und wenn von dort keine Versorgung kommt von diesem an den Stellgeräten, bringt auch nichts, die Signale hier auf und zu machen. Geht nicht. So sieht's aus. Ja, dann ist es wohl doch ein kürzeres Video geworden. Ja, aber wir müssen es vernünftig machen. Und ja, ich würde mal sagen, schreibt mal alles unten in die Kommentare. Und ja, Kauflinks gibt es ja keine. Haben hier nichts gemacht. Außer Zählleisten, keine irgendwie Manschetten abzumachen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.